Peter Grohmann, geboren am 27.10.1937 in Breslau-Schlesien, aufgewachsen in Dresden. Wohnhaft zurzeit in Stuttgart, 7082 ist die Postleitzahl, Olgastraße 1a. Verheiratet mit Marlies Heil, zwei Kinder aus erster Ehe. Gelernter Beruf, Schriftsetzer. Späterer ausgeübter Beruf, Werbeassistent, Redakteur und Kabarettist. Zurzeit kein Vorruhestand. Aufgenommen am 5. August 2007 im Hotel Lilienstein in Dresden. Dresdner Pflaster, wo es nicht mehr so, wo es mehr hoppelt als poppelt hier. Das fahren wir durch die Neustadt. Wir fahren jetzt nach Klotzsche, der Dresdner Stadtteil, in dem wir gelebt haben, nahezu 10 Jahre. Ja, wir kamen ja nach der Wende. Ja. '89 haben wir uns überlegt, eigentlich ist dieses Stuttgart, dieses liberale, satte, bürgerliche, freundliche, wohlgenährte, wir müssen jetzt irgendwie was anderes machen. Und warum gehen wir beispielsweise nicht in den Osten, in die DDR? Warum überlassen wir das den Investoren und den Daimler-Benz und Allianz und weiß ich nicht, den ganzen Geldhaien und so? Warum geht man denn selber nicht? Da hier ist die Schauburg, hier haben wir gelegentlich... Schauburg, eines der Kinos, in dem man essen konnte. Essen im Kino. Ja, wo gibt es denn das sonst? Dresden ist eine offene Kunststadt. Wir waren eine größere Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir könnten uns sowas vorstellen. Mit 20 Leuten aus Stuttgart bauen irgendwo, kaufen irgendwie eine leerstehende Fabrik. Die kriegst du für ein Ablungenei, du musst sie gar nicht kaufen. Ich habe Kabarett im Kino gemacht, Vorstellungen. Die haben Filme gezeigt, wenn du Vorschläge gemacht entweder hast. Entweder Wohngemeinschaft oder Kommune oder für einzelne Leute oder wie auch immer, mit gemeinsamer Küche oder auch privat. Und unten im Erdgeschoss, also wenn das so dreistufig sieht, im Erdgeschoss, nicht dumm, machen wir natürlich zum Beispiel ein Kinderladen oder ein Zentrum für geschlagene Frauen oder eine Kneipe mit einem Italiener, mit Loretta. Eine tolle Idee. Haben wir das gemacht. Haben wir gekauft. Dann war plötzlich der Holzwurm drin hinter dem schönen Holztäfer. Der Holzbock war drin. Der Kamin ist eingefallen. Sofort kam die Feuerwehr und hat gesagt, wenn der Kamin nicht in 8 Tagen weg ist, wird das Haus gesperrt. Es war der Wurm in dem Haus. Wir haben Hunderttausende hineingesteckt, um das Haus zu renovieren. Und dann war es schön. Schön, wir hatten ganz viele Schulden, ein schönes Haus. Wir haben ein großes Fest gemacht. Und der Ossi als solcher kam, den wir natürlich eingeladen hatten. Frühstück, die Nachbarschaft, die Menschen, die wir kannten. Haben den Marmorfußboden gesehen, haben das Frühstück gesehen mit Parmaschinken und Oliven. Und Fladenbrot aus Stuttgart, Kartoffelsalat und Maultaschen und haben gesagt, nee, da kommen wir nicht mehr her, hier. Das ist ja pickfein, ist ja das hier auf dem Marmor, da hat man, und die hatten alle ihre Hausschuhe mitgebracht, die Leute. Auf, verdammte diese Erde, die stets mal noch zum Hunger zwingt, das Recht. Im Blut wie Grat der Herde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Dass dieses Land neu erblühen möge, dass die Maschinen neue Kraft kriegen, dass die Turbinen wieder laufen mögen. Dampf ab! Ihr könnt produzieren! Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Völker hört doch mal weg, Völker hört doch mal weg. Alles das ist doch Spaß, alles das ist doch. Aber dann mit dem Kulturzentrum, das klappte da hinten, das ist, kamen die Leute aus der Nachbarschaft, die haben kleine Flugblätter gemacht jede Woche eine kleine Veranstaltung, eine Ausstellung, mal einen Film gezeigt, ne? Mal einen Dia-Vortrag, dann Künstler aus dem Ortsteil hier eingeladen, Kabarett gemacht, ne? Selber Kabarett gemacht, Märchen erzählt. Dann kam plötzlich vom Marienhospital, das hier ist Marienhospital, in unmittelbarer Nachbarschaft Psychiatrie. Da haben wir einen Eingang hineingeschlagen, dass das Haus auch von allen Seiten nutzbar ist. Denn wer weiß denn, wo die wirklich psychisch Beschädigten sind? Sind sie auf der Seite oder sind sie in Wirklichkeit auf der anderen Seite? Und ich glaube ja, die meisten, die auf der anderen Seite sind, müssten auf die Seite und die meisten von der Seite müssten auf die Seite. Und da habe ich mir gedacht, man könnte sich doch treffen, in der Mitte treffen. Und wir haben die Tür gemacht. Hier ist die Tür. Man konnte von beiden Seiten rein und vor allem die Leute hier hatten einen Schlüssel. Da kam natürlich dann die Zeit, wo du plötzlich mit dem Kabarett oder mit dem, was man politisch gemacht hat, in Kollision kam mit dem, was hier stattfand. Also wirklich auch in ideologische Kollision. Weil die Leute gesagt haben, wieso links, das haben wir doch hinter uns. Sind Sie PDS? Nein, sind Sie SED? Nein, sind wir nicht. Wir sind Sie vielleicht Enver Hoxha? Nein, wir sind Hoxha ja, aber Hoxha Nasreddin, wenn überhaupt. Kultur. Kann man das implantieren, kann man das herbringen, exportieren? Sagen die Leute, das wird Generationen dauern. Da sage ich immer, wieso? Boss haben Sie doch gleich verstanden. Aber überhaupt, das ist ein Vierteljahr, nicht mal, haben Sie alle Boss getragen. Neckermann haben sie sofort verstanden. Aber das, was ich wollte, das haben sie nicht verstanden. Da braucht Sozialisation für Pressefreiheit und Redefreiheit und dass du einen Arsch hochkriegst und nicht Antisemit sein sollst. Da braucht Sozialisation. Da sage ich, hey, ich glaube, ich spinne. Also irgendwas ist doch hier nicht, habe ich mir gesagt. Ne? Und da glaube ich, da habe ich, glaube ich, recht. Denke ich. Da habe ich, nein, sage ich, das geht nicht. Das kann nicht sein. Das eine begreifst und das andere nicht. Das gibt's nicht. Hier hat mein Freund Jochen Stankowski, der erste Dresdner Stadtmaler, der vom Kölner Volksblatt kam, von mir hierher gelockt wurde. Aus dem schönen Köln in das triste Dresden. Und wo er hier war, wo er sich hier richtig etabliert hatte, ein erfolgreicher Mensch wurde, ohne Arschkriechen. Da bin ich nach Stuttgart zurück und habe ihn hier alleine gelassen. Ich habe mir es gar nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich zurück will. Ich habe mir auch nicht getraut, es der Marlies zu sagen. Ich habe immer rumgedruckt. Peter, du bist so niedergeschlagen. So was irgendwie. Dann musste man irgendwann raus, dachte ich, ja, Marlies, ich bin hier nicht glücklich. Wem gibst du jetzt die Schuld? Den Leuten hier? Deiner Illusion, dass du gegangen bist? Dass du gescheitert bist? Wem? Wer ist schuld? Die Umstände? Der Staat, das Land, der Kapitalismus? Oder vielleicht der Sozialismus, der sogenannte? Wer? Vielleicht von jedem bisschen was. Ne? Das war das erste Mal, wo ich so wieder richtig, wir können zurück. Ist ja gar nicht die Frage. Also gut, jetzt, wenn wir zurück können, dann kann man nochmal richtig überlegen. Bleibt man oder bleibt man nicht? Dann hat man ja die Möglichkeit, jetzt kann man zurück. Dann hat man alles nochmal geprüft, Leute eingeladen, gequatscht. Und sagt, wenn man zurück kann, ne? Das ist dann auch nach Stuttgart gegangen, hat, könnte man zurück, was würde dir sagen? Da haben die Stuttgarter gesagt, Grobert, wenn du wieder kommst, du hast gefehlt. Eine herrliche Stadt, eine tolle. Aber das Thema ist, dass der öffentliche Raum, also das, was allen gehört, immer mehr privatisiert und kommerzialisiert wird. Es gibt einfach einen Vorrang, Kommerz vor Bürgern, Geld vor Geist. Und da sind solche Stadtspaziergänge, da kann man das ganz gut zeigen. Peter Grohmann, ein heiterer Moralist, vertritt im Leben und im Kabarett stets die Seite der Schwachen und Unterdrückten. Seine kabarettistischen Nummern sind frech und gepfeffert mit einer gehörigen Portion Zynismus. Er scheut nicht davor zurück, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Auch seine langjährigen linken Wegbegleiter und Freunde sind vor seiner scharfen Zunge nicht sicher. Die Lieblingsziele seiner verbalen Attacken sind die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik.